Soul Snap TV berichtet heute über eine der nächsten Statuen, die wir uns in Mannheim angeschaut haben, um sie für euch ein bisschen detaillierter vorzustellen. Es geht hier eigentlich um, ja, vielleicht zwei Statuen sogar. Nein, es ist letztendlich nur eine. Aber es sind zwei Personen, die sich irgendwie gefunden haben. Und, naja, sie sind halt mehr oder weniger nackt. Das ist schon mal ganz gut, natürlich, ne? Nee, aber sie sind halt nackt und sie sind eine Art Pärchen. Sie haben sich zusammengefunden und sie stehen mitten in der Öffentlichkeit. Also, genau hier. Das Pärchen. Das Paar, das da in so inniger Umarmung am Weserufer steht, stand zunächst im Innenhof des Kunstkreises und sorgte dort für einige Turbulenzen. Zumindest beim damaligen Oberstadtdirektor, der sich sehr empört zeigte. Vor allem die nicht zu übersehende Hand, die der Herr seiner Dame auf die wohlgeformte Rundung ihres Hinterteils legte, sorgte für einige Kontroversen. Das würde zu weit gehen, so Hamels Verwaltungschef ein ums andere Mal. Schließlich wurde die Statue mit Mitteln der Stadtsparkasse von der Stadt Hameln erworben. Zunächst war sie für ein Jahr im Kunstkreis zu finden. Dann fand sie vorübergehend im Theaterfoyer einen neuen, gut besuchten Platz. Dort bekam sie eine Menge Zuspruch. 1991 landete sie an ihrem jetzigen Standort am Weserufer. Inmitten von Grün steht das Paar seither in enger Zweisamkeit dort. Das war Soul Snap TV mit einer der wohl eher interessanteren Figuren aus Hameln, muss man sagen. Sie steht direkt am Weserufer, ganz schön, ganz in der Öffentlichkeit. Sie, finde ich, praktiziert Liebe irgendwie so how to do it, also how to do love in der Öffentlichkeit. Ich finde es gut. Soul Snap TV verabschiedet sich hier aus der Mitte des Geschehens. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.